So, auf jeden Fall, wir spielen heute Welcome to Deponia. Neustart, weil, ne? Elementarmodus. Mit Mausrad oder mit Mausrad klingt, das klingt wow. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Oh, wer Gott. Dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach, oh, komm schon. Dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Okay. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Sie das matscht nicht mehr richtig. Jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal, Rümpadidüm. Wie man jemanden anspricht. Hä? Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Oh, jeder shit. Weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen? Man jemanden anspricht? Wie man jemanden anspricht. Hä? Du, okay, ich habe jeder Waffe und wenn du das... Okay, gut. Wie man ein Objekt ansieht. Das Verstehe. Weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol... Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Ihr habt beide einen an der Waffel. Hm. Aber warte mal, ich glaube, es ist doch noch ein bisschen laut. Moment, also ich mache die Stimme noch mal... So laut habe ich die nicht eingestellt gehabt. Nächster, bitte! Jetzt sollte das... Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ich das ist ein bisschen besser, an. Ja. Da liegt es. Ich meinte, genauer ansehen. Einfach drauf zeigen und mit der rechten Maustaste klicken, sobald das Auge erscheint. Ach, das hier. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass genau. Ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn Echt du mal. Meinst, okay, ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da ja. Wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, Symbol. Wie es geht, oder? Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Oh. Okay, und how do I... Dieses Ding soll ich also reparieren. Also ich meine, ich weiß, dass ich es da reinknüppeln soll, aber... Das wird doch eh nichts. Ich weiß, für einen Laien mag die Situation unmöglich aussehen. Aber wie du weißt, ist unmöglich mein zweiter Vorname. Ich krieg das Kind schon gebacken. Alles klar. Willst du ein Kind backen? Alter, selbst für Sieh meine... Sieh her, Wenzel. Beeindruckend. Und das mein... Ah, und so kann ich das denn... Ah, okay.
Begreifung. Das passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Wie du meinst. Rufus? Einen Tipp hätte ich dann noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Gleich fließt Blut. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Wenzel hat so den Sack dicht. Ach, ich liebe Tutorials. Dann bist du der Einzige. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. So, bin zum Thema, ich hab die Musik runtergestellt, ne? So viel zum Thema, ich habe die Musik runtergestellt. Krabbelgruppe, ich habe ein Achievement gekriegt dafür. Müll. Müll. Ey, mal Poki. Good boy. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. Ich glaube, jetzt hat er meine Karriere angeguckt. Das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses... Nani! Kappa, Time Kappa. Ergo Blas, vielen Dank für die Mails. Packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Liegt das, by the way, nur an mir, dass manchmal die Lippensynchronität einfach aufhört? Oder ist das einfach, weil das Spiel jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat? Ich meine, ist jetzt nicht dramatisch, aber ist mir jetzt gerade mal aufgefallen nur. So, und what the fuck? Ist hier noch mehr Sound? Nö, okay, gut, dann werden wir damit leben müssen, dass die Videoclips offenbar einfach fucking laut sind. Nee, ich kenn's überhaupt nicht. Ich hab null Idee, was ich jetzt hier, ne? Deswegen, das ist auch mein erstes Point-and-Click-Adventure. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Das soll ich mir stehen nicht. Okay, ein Schweißgerät. Ich nehme jetzt mal mit, was hier zu finden ist, nicht? Okay, Fernrohr waren wir ja schon. Wir haben nur jede Menge Müll. Nimm dein Kissen mit, Rufus. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Ich mein's ernsthaft, nimm dein Kissen mit. Du weißt gar nicht, wie sehr du so ein Kissen brauchen wirst. Da ist ja meine Liste. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Seitenschneider, ein Seitenschneider? Zahnbürste, Socken, Drogen, ja, alles klar. Irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Geht klar, Chef. Kriegen wir hin. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich die Drogen herkriegen soll, aber meine Güte. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Toni? Toni Tigi. Toni Tonloni. Wieder eine Nemo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Du solltest alle anschauen mit einem Rechtsklick. Sehr interessante Monologe. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. So, auf jeden Fall ist da meine... Was für eine Plörre. Goop Juice. Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Offenbar so bessere, dass sie die einfach davonläuft. Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Okay. Sonic Soul, moin moin und danke fürs Hosten. Ach, guck mal. Das Zeug überlasse ich eigentlich lieber Toni. Ich habe es einmal benutzt. Anschließend waren all meine Klamotten verfärbt. Und der Schuppen ist abgebrannt. Nimm mit.
Mein volles Inventar können wir mal gut... Wieso ist die Zahnbürste jetzt so... Sie verspottet mich. Na, warte. Sie verspottet mich. Ja, die Zahnbürste trollt dich. Put, put, put. Komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Rufus, ich sag's dir nur ungern, aber es ist eine Zahnbürste. Die ist, es ist nicht lebendig. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Wenn mir die Spiele gefallen, warum sollte ich es nicht machen? Ich nehme einfach mal... Hier, ich nehme die Gabel auch noch mit. Goop Juice. Goop Juice. Ich wollte eigentlich aber die Gabel. Ist mich auf jeden Fall sicher. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey... Da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Wo versteckst du überall deine Socken? Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Ich auch nicht. Okay, but why though? Wie ist die da bloß hingekommen? Mein Reden, Alter. Okay. Hm, da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Why? Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Ich kann die Leertaste drücken. Ah. Okay, danke für den Tipp. Das wird noch sehr nützlich. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Okay. Kalt. Macht Sinn. Kammer, was haben wir denn da noch? Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Jetzt, was ist denn? Versuch's mit einer Gabel. Ich sehe, Toni hat darin viel mehr Übung. Warte, was? Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch mache. Toni hat darin viel mehr Übung. Toni ist auch, a little dipshit. Keine Chance. Ich komme damit zwar in die... Okay, gut. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort. Toni war sauer. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Okay. Was könnte man sonst nehmen? Meine Gabel wäre jetzt meine erste Idee gewesen. Machst du mit dem Bolzenschneider, why don't you? Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Nicht genug Hebel? Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Ach, wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Ich meine, ja, schon cool. Ob das funktioniert? Damit kriege ich die nie auf. Das ist deine Ansicht der Dinge, Rufus. Das ist deine Sicht der Dinge. Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Alter, ist das dein Ernst? Das sind immerhin... Aber ich will ja nicht wie ein... Immerhin, Rufus. Lass mich mal mit dir ein bisschen leveln, ja? Ich persönlich, wenn ich sehe... Alter, ich habe nur noch... Also ich habe in einem Paar Socken ein Loch. Dann behebe ich die andere Socke auf und schmeiß die nicht weg. Nämlich irgendwann passiert dasselbe nochmal. Dann habe ich zwei Socken und ziehe sie an. Wer hätte das gedacht? Okay, back to business. Bin ich jetzt merkwürdig deswegen? Weil ich... Ne? Ah ja, da oben war die Truhe. Tonis Hütte. Das Hausapotheke. Warte mal. Das war verschlossen, ne? Verschlossen. Den Schlüssel muss... Toni, der Dipshit. Die Dipshit. Das Schlimme ist immer, wenn ich Toni höre, denke ich an den Tiger. Ach... Meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Sag ich auch immer über meine jemaligen Ideen und dann, ne, der Rest ist History.
Okay, da können wir hinter Tonys Hütte. Oh, okay. Jesus! Was ist das? Ich glaube, das... Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Interessante Fakten. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Kann ich da echt nicht rein? Meine Idee wäre einfach gewesen, Bolzenschneider und dann sagen so, YOLO. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Okay, Zahnbürste. Dein letztes Stündchen hat geschlagen. Put, put, put. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Okay, let me see. Was haben wir denn da? Wir haben unsere Liste. Handschweißgerät. Ich mein. Haltöl, Waschmittel. Warum sollte ich da putzen? Da ist es doch eh dunkel. Guter Punkt. Wie wär's mit einer Gabel? Ich bezweifle, dass ich da was Appetitliches finde. Guter Punkt. Schon mal versucht, mit einer Socke was zu fangen? Ob ich hier die zweite Socke finde? Ich meine, du machst es ja auch komplizierter, als es ist, Rufus. Also, gut, dann, ne? Nein, die Ecke war mal ein gutes Versteck. Aber mittlerweile schaut Toni da als erstes nach. Okay, pass auf. Nee, runter mit dir. Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Nimm die eine übrige Socke. Ein Haufen Zettel. Die Zettel verbrennen? Keine schlechte Idee. Jetzt brauche ich nur noch die richtige Feuer. Okay, ich verstehe, worauf wir hinaus wollen. Ups. Und rein damit. So, Toni, das halte ich von deinem Bullshit. Bäh. Okay. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Die Erde ist ja heiß, Herr Lustig. Jetzt ist nur die Frage, warum? Why should one? Nee, warte. Goop Juice, mein Leibgericht. Okay. Autsch, das ist ja heiß. Herr Lustig. Autsch, das ist ja... Mensch, Rufus. Autsch, das ist ja... Was machen wir denn damit? Socken waschen? Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Aber da fehlt noch was. Waschdingens. Ah, okay, I see. Okay, sieht nicht gesund aus. Ich bin zwar kein Eck. Okay. Ich bin zwar kein Eck. Schmeiß rein damit. Sabbel nicht. Das Problem ist, uns fehlt eine Socke, wa? Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben nur noch den Bolzenschneider, eine Gabel. Die gute alte Kau. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Außerdem findet man immer ein paar Essensreste in den Ritzen. Wirk. Also, wir kriegen das Ding nicht mit einer... Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger... Wir brauchen irgendwie was zum zu hebeln, wa? Und unsere Zahnbürste trollt uns bis heute. Warte mal, können wir in die Toilette gehen? Ist da vielleicht noch was? Ah, schau mal, na guck. Okay, das hatte ich jetzt nicht vor. Das ist ein Pümpel. Ich bin König. Okay, das ist schon mal etwas. Oh, warte mal. Oh, warte, zwei Ideen. Komm mal her.
geh da mal runter, Rufusch. So, und jetzt? Komm. Ja, die Pümpelpower. Ich bin König. Aua! Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Selbst die Maus hat den Sack dicht. Das ist eine Mausefalle. Das will ich der Maus dann doch nicht antun. Das will ich der Maus dann doch nicht antun. Ich dachte, die ist weg, also... Das ergäbe sicher ein... Ist doch was... Ganz blöde Idee. Nur weil Toni mich aus dem Dachboden raushaben will, muss ich doch nicht gleich ins Mauseloch umziehen. Das war ja auch nicht mein Gedanke, ne? Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Womit köder ich eine Zahnbürste? Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Jetzt? Nein, ich habe noch... Okay, ich fasse zusammen. Uns fehlt eine... Warte mal. Meine Ideenkiste ist ja noch nicht ganz ausgeschöpft. Das ist die Kiste, bevor er mich im Stich will sie nicht. Ich will keine... Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen. Ohne mich. Sucks. Ist da im Koffer noch irgendwas? Nope. Okay. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Okay. Akzeptiert. So, jetzt ist die Frage, womit lockt man eine Zahnbürste? Ich meine, es ist ein bisschen her, dass ich meine Zahnbürste tatsächlich jagen musste. Also von daher, vergibt mir, dass ich hier nicht so, ne? You know. Was haben wir denn noch? Wir haben noch den... Haben wir in den Kühlschrank schon geguckt? Wie bekommst du eine Nudel aus dem Wasser, um zu testen, ob sie identisch sind? Ich nehme eigentlich immer meine Hand, like a man. Nein, ich hab... Nein, warte mal. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse, aber ohne... Irgs. Da sind scheinbar aber ohne Behälter. Behälter? Ich hab alle Öl. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Subtraktiver? Was? Okay, wir haben schon mal... Wait a second! Also, das, da ist jetzt noch eine drin. Ich wollte gerade sagen... Da stecke ich meine Hand garantiert nicht noch... Gut, haben wir denn irgendwas... Nee, warte. Das ist wieder so dieses typische... Ich finde bestimmt einen besseren Platz, um das Altöl zu entsorgen. Die Trinkwasserversorgung zum Beispiel. Ah. Und weg damit. Ah. Okay, verstehe. So, warte mal. Und jetzt? Okay, es hat Klick gemacht. Kinder, es hat Klick gemacht. Wo ist meine Gabel? Autsch, das ist ja heiß. Seriously, wo ist meine Gabel? Da sind scheinbar noch ein paar... Okay, gut, wir gehen voll Ham-Mode. Okay, schon begriffen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Ich habe ja was anderes. Genau das. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Du jagst eine Zahnbürste, Jungchen. Du jagst eine Zahnbürste. Das war meine Idee. So, hier. Put, put, put. Komm zu Papa. Ha, hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Das glaube ich dir aufs Wort. Jetzt ist die Frage, wo ist die letzte Socke? Immer noch ein Bunsenbrenner. Okay, warte mal. Ich wollte gerade sagen, also wenn deine Zahnbürste lebt, dann hast du definitiv was falsch gemacht. Okay. Socken? Check.
Ich dachte, du willst zwei Sockenpaare, mein Dude. Seitenschneider, warum auch immer, check. Kann ich das auch wieder? Okay, dann werde ich es offenbar nicht mehr brauchen. Also kann ich wahrscheinlich auch den Proviant wegschmeißen schon? Oh. Proviant, check. Zahnbürste, check. Hm, ich scheine alles zu haben. Oh, okay. Okay, doch keine zweiten Socken. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Ist das jetzt ernsthaft wichtig? Ich traue der Zahnbürste nicht, also... So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Gut. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Jetzt passt es. Okay. Dann kann's ja losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Okay, warte mal. Ich sehe jetzt gerade erst so seinen Plan. Er hat Kapsel und Rakete, die... alles andere als sicher aussieht. Yes, Zane. Die Musik ist swaggy. Der treue Wenzel. Wie wird er wohl ohne mich zurechtkommen? Ich sollte ihm eine Karte schreiben. Na, immer noch im Niemandsland gefangen? Selber schuld, du Trottel. Irgend sowas. Wie nett. Schraubenschlüssel. Kann man immer gebrauchen. So, und wohin jetzt damit? Da ist kein Platz. Du hast selber gesagt, es. Da ist kein Platz. Ich wollte den Koffer schon mitnehmen. Ich meine, wirklich. Da ist kein Platz. Da oben? Ich wollte den. Da ist kein Platz. Jetzt sag mir nicht, ich muss die jetzt aufmachen. Da ist kein Platz. Das Staufach ist zu. Aha, so läuft der Haus. Da muss nichts geschraubt werden. Ich habe auch nicht gesagt, du sollst schrauben. Das soll wehtun, Jungchen. Da habe ich jetzt lange genug dran rumgeschweißt. Okay, denn. Dann schauen wir doch erstmal. Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Are you fucking... Ich muss erst noch diesmal will... Rufus. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Ah. Hm. Immer noch? Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Der braucht schon Sitze. Ich habe jetzt ernsthaft den Sitz rausgenommen. Der passt da nie im... Okay, warte, dann... Da ist kein Platz. Rufus, du musst ein bisschen... Ne, du musst mal ein bisschen genauer denken. Da muss nichts... Da sind zwar tatsächlich ein paar Muttern lose, aber das passt schon. Das ist genauso, wie wenn du glaubst. Ach, das sind nur Einzelteile, das brauchen wir nicht. Minion. Der ist jetzt wohl überflüssig. Der passt da nie im Leben. Der ist jetzt wohl über... Dann schmeiß ihn weg. Mignon. Mach dir nicht, ne? Das Staufach ist zu.
Da ist kein... Ist überall kein Platz, Minion. Das sitzt auch so schon fest genug. Plastik. Da habe ich jetzt lange genug dran rum. Okay, ich hab's schon... Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Kann ich wieder zurück? Nur noch mal, um zu gucken. Können einfach wieder zurück. Moment mal, habe ich immer noch... Ist das da unten immer noch am Köcheln? Die eine Socke? Ja, okay. Gut, die Socke brennt. Ich habe schon begriffen. Gut. Ich wollte nur wissen, ob wir tatsächlich zurück könnten. Können wir das einfach aufmachen? Das wäre zu simpel. Ja, leck mich doch. Mist, die Batterie besetzt das Staufach. Gut, wir haben Problem 1 gelöst. So, und nun? Na, geht doch. Aber wie hält sie dann? Und Das sitzt auch so schon. Ich meine, du könntest. Könnte ich mein nicht. Treuer Schraub. Warum stand der eigentlich nicht auf der Liste? Ach, egal. Ein Postkasten durch die Luft fliegen könnte. Ja, das wird's wahrscheinlich, wird wahrscheinlich genau darauf hinauslaufen. Da passt sie wohl. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Ruwusch. Das habe ich doch gerade erst da rausgeholt. Kann ich das Ding nicht einfach da oben drauf packen und dann ist gut? Hier ist jetzt wohl über. Gut, ist überflüssig. Wir haben es Ich rede mal kurz mit Wenzel, ja? Mit Wenzel Washington, wenn ihr nicht, wenn ihr mich so, ne? Was sagen, willst du jetzt auch mal? Hey Wenzel, was gibt es? Ich nenne ihn, glaube ich, nur noch Wenzel Washington. Da werdet ihr mit leben müssen. Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer Wenzel. Du wirst also mehr nichts haben? Sehe ich das jetzt? Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein. Der Plan ist perfekt, aber... Nimm den, Wohin bloß mit der Batterie? Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Fach oder so einzubauen? Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiert habe. Ich muss fit sein, wenn ich nach Elysium komme. Klar musst du das. Noch was? Sehr hilfreich, Kleiner. Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. Rufus. Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Lunte brennt. Kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphären. Naja. Oder in dein Grab. Zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund. Mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Oh shit. Was? Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Dabei kann er mir nicht helfen. Er ist so schrecklich ungeschickt und dumm. Ohne einen guten Freund wie mich wird er es ganz schön schwer haben. Er ist dumm? Ey, Wenzel, Dabei willst du kann er mir nicht helfen. Er ist so schund. Ohne einen...
Hauptsache, er ist dumm. Dabei kann er mir, er ist und du nein. Okay, gut. Es war ja nur eine Idee. War ja nur eine Idee. Okay, back to the problem at hand. Okay, ich kann das Ding wieder zumachen. Das Kabel lungert dann einfach aber raus. Aber wie hält und wichtiger noch? Ich meine, kann ich nicht einfach... Da muss nichts geschraubt. Ich kann mich nicht einfach... Hier ist jetzt wohl überflüssig. Ich habe immer so diese ganz kleinen Ideen und immer sehr viele davon auf einmal. Das Problem ist, keine davon bringt's. Okay, Kapseltür. Der Aszendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Wir haben Freitag. Okay, ich kann's wieder aufmachen. Das habe ich doch gerade... Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, ja, wo soll... Kann ich nicht jetzt irgendwie... Noch mit wem irgendwas... Nee. I obviously can't. Das habe ich doch... Aber wie hält sie dann? Und... Andere Tür? Moment, welche andere Tür meinst du es? Hä? Ich meine, es gibt nur die eine Tür, die wieder reinführt, oder? Ich meine, das war auch die einzige Tür, die irgendwo hingeführt hat. Ich meine, wir können doch mal gucken gehen. So ist ja nun nicht. Ich meine, hier ging's raus, hier geht's nach Ruvus Zimmer. Und... Oh, Tatsache, hier. Oh, Tatsache. Aha. Igu! Okay. Eine Chilischote. Heiß! Es ist eine Chilischote. Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Chilischote. What the fuck? Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Gleich nicht mehr. What? Hanek? Was geht, Hanek? Hallo, Hanek. Hi. Na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Okay. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja. Es gab einen Einsturz in Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Bist du das? Zumindest nicht durch diesen Tunnel. Jetzt habe ich das Gefühl, dass er gleich so anfängt zu hamburgern, so. Was hast du gesagt? Du willst abhauen, willst du? Du kannst doch nicht einfach gehen, tust du nicht. Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Mach das. Okay. Hanek, man sieht sich. Mach's gut. Gönn dir noch einen Kaffee zur Not. Okay, Briefkasten. Das ist, I got noch eine Idee. Meine Brillanz. Sie kennt nur häufig Grenzen. Nämlich... Bingo. Stopp. Ha, passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Und wo willst du sitzen? Mach, was du für richtig hältst, Rufus. Mach, was du für richtig hältst. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Du nennst diesen Fehler hier ein Fadenkreuz? Aha, was ist das denn hier? Verlassen, überspringen wir den nicht. Reset-Knopf. Ah! Und lass mich raten, es soll hier oben hin zeigen, wahrscheinlich. Es würde zumindest Sinn machen. Das heißt, wenn wir jetzt hier hingehen und... Shit!
Shit's blocked. Okay, warte mal. Da wir ja nur von... Ja, die... Reset. Da wir hier hin müssen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir hier hin müssen. Und die einzige Option, wie wir hier hin können, ist der hier. Müssen wir also hier irgendwie hin. Von hier können wir nur... Wenn wir... Hier hin... Ah, das funktioniert dann gar nicht. Ich meine, ich habe schon mal den Ansatz. Der Ansatz ist da. Aber in der Regel hört es da sowieso bei mir auf. Also von daher. Hahaha, okay, ich verstehe. Vor allem, womit verbindest du das hier mit einem Champignon? Also so. Oder... Ne, warte mal. Wir können... Von hier. Dafür müssten wir aber. Aber. Das ist so. Ich mag das. Das ist funky. Okay, warte mal. Wir machen mal. Achso. Das ist der hier. Denn. Was passiert, wenn ich jetzt zweimal so. Okay, das geht gar nicht. Ich meine, warum baust du das überhaupt so, Alter? Ich meine ja nur. Ich meine, ich mache es jetzt mal so, wie ich es häufig mache in solchen Situationen. Ich probiere einfach dumm rum. Ich glaube, ich hab's. Doch nicht. Scheiße. Ah, fuck. Ah, so close. Ah, so close. Okay, warte mal. Das ist nicht so schwer. Das ist wirklich nicht so schwer. Mir fehlt aber immer ein so ein Ding. Mir fehlt immer eine so ein... Ich muss ja hier hin. Heftig. Heftig, Alter. Zählt doch auch, ich meine, meine Güte. Ich meine, das Ding ist eh nicht so genau. Okay, warte mal. Das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Wenn wir jetzt nämlich... jetzt hier? Nee, ist doch. Das wäre auch sogar ziemlich retarded. So close. It's so close. Hey, Luzi. Das können wir nicht. Wir können aber... Shit. Schien! Können wir das nicht gelten? Oh, warte, warte, ich hab's! Doch nicht! Scheiße! Jedes Mal, wenn ich denke, ich hab's, hab ich's nicht. Fuck! Oh, jedes Mal, wenn ich denke, ich hab's. Ne, jetzt hab ich wieder richtig hart abgeschmatzt. Warum? Rufus, was machst du für Zeug? Warum muss das? Warum musst du so tun? Okay, warte mal. Das ist doch nicht so schwer. Lieber Mr. Schoschmann. Es ist doch nicht so schwer. Ist doch nicht so schwer, Mann. Ja, du kannst in die Richtung sowieso nur schwer. Also. Kann man? Nee. Das wäre ja mal richtig retarded. Hm.
Das ist ja die einzige Option, die wir haben, wissen wir ja. Wegen dem hier. Von hier... Muss also irgendwie von hier sein. Hier. Wenn wir da irgendwie hinkommen, können wir so und dann können wir so. So ist dann ja richtig. Ne? Let me think. Wir schrauben uns jetzt mal so ein bisschen weiter. Was? Magst du sowas wie The Walking Dead oder GOT? Was ist GOT? Game of Thrones? Game of Thrones habe ich nicht geguckt, aber The Walking Dead müsste ich mal weiterschauen. Okay, warte mal. Jetzt ist das hier das Ziel. Weil wir wissen, sobald wir da sind, ist Game. Sobald wir dieses Feld haben. Die Frage ist, how do we? Wir könnten von hier, wenn wir hier irgendwie hinkommen, oder von hier? Ne, können wir nicht. Das ist Blödsinn. Das geht ja nicht. Wir können so. Wir könnten... wenn wir hier sind. Ich krieg so langsam Ideen. Warte mal. Hier hätten wir gesagt. Ja. Ne, weil von hier aus können wir denn da nach... Oh, ja. Und hier waren wir doch schon mal. Hier hätten wir doch schon mal hingekriegt. Bingo! Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Hi. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschreien? Toni, Tigi. Immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Frisch aus dem Ausschnitt. Es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Autsch. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Ja, ich meine, ich teile Rufus' Optimismus jetzt nicht unbedingt, aber... Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Es wird irgendwie... ich versuche die Wunde irgendwie zu reinigen, aber irgendwie reiße ich sie nur irgendwie mehr auf. Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. So, das war nötig. Okay. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Arrivederci. Sieh zu. Okay. Arrivederci. Sieh zu. Arrivederci. Das... Sehe ich da eine Träne? Nein. Ah, kommt bestimmt noch. Okay, denn... Jetzt wird's spannend. Fuff. Und Horrido. Ich meine, sie steht da auch sehr... Ne? Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Ah, fuck. Kannst du ihn einfach leiser machen.
Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen-Babbelschussen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Bitte die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Ein bisschen abhängen. Puh, was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Ja. So viel zum Thema Koffer. Wo ist meine... Ach, da ist die Zahnbürste. Die Zahnbürste ist jetzt immer mehr... Alter! Kannst du nicht bringen. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lass ihn mal lieber zu. Ein gut geöltes Getriebe. Just a flesh wound. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... Hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Oh boy. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Okay. Ich spare mir... Die Farben müssen was mit den Fließbändern zu tun haben. Ja, aber so weit können wir erstmal nicht denken. Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Oder Nüsse. Können wir hier sonst noch irgendwo... Mir fliegt jetzt schon Dreck zu. Ich lass ihn mal lieber zu. Soll ich meine Socken da... Da sind schon genug Ölflecken drauf. Ich meine, tu jetzt nicht so, als ob du... Ne? Aha. Hadoken! Hey, ganz schön aggressiv, das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. You want some Socken? Hey, ganz schön, also solange er aktiv... Okay, das hat auch nicht so funktioniert. Keine Chance, um in die Ritzen zu kommen... Wie wär's mit Socken? Solange die Klappe zu ist, kann... Damit krieg ich die nie auf. Mit Essen spielt man nicht. Es sei denn, es ist wirklich richtig lustig. Du hast merkwürdige Ansichten auf dem Fuß. Mit Essen spielt man nicht. Es sei... Okay, so viel Option haben wir hier nicht, also... Dahinter verläuft ein Sturzbach aus Schrott. Tja, Heimweh geht anders. Ein gut geölt. Ein Drahtgitter. Dahinter führt ein Schacht nach oben. Die Farbe. Ja, das Problem ist, ich komme da ja nicht hin. Ups. Wir haben wirklich auch nur. Wir haben ja nicht wirklich viel. Kann ich hier die Socken da reinschmeißen? Da sind schon genug Öl. Okay, dann warte mal. Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam aus. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. Keine Chance. Das so viel. Pack doch die Socken weg. Hey, solange er aktiv ist, kriegt. Hä? Mit Essen spielt. Sei denn. Nee, gut, dann. Gib mir jetzt gar... Ich hab ja nichts anderes. Ist es jetzt so nach dem Motto... Oh, ich warte spare mal. Mir meine Tele- oh, warte.
Ich spare mir meine Telekin. Okay, doch nicht. Ich spare. Vielleicht echt nicht? Ich spare. Leider keine Bungee-Socken. Das wäre ja auch noch zu schön gewesen gerade. Au! So, ich brauche ein. Einen Seitenschneider haben wir nicht. Den hast du ja nicht mitgenommen. Sei lieber ein Glas voll Dreck mitgenommen. Warte mal, kann ich irgendwie. Nee, der Koffer existiert einfach nicht mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich übersehe was. Probier Socken mit Klappe, was? Habe ich das nicht gerade eben? Habe ich das nicht versucht? Solange die Klappe zu ist, kann ich ihr auch keine Socke anziehen. Ich meine, das habe ich gerade eben versucht. Wartungsraum, Zahnräder. Da! Ja, da, da wird der aggressiv bei. Hey, ganz schön aggressiv, da, solange er. Oh, aber warte mal. Ich habe eine Idee. Ich lasse ihn. Oder auch nicht. Mein, macht der da jetzt so lange rum? Ja, Socke. Aber ich. Ach, da ist jetzt die Klappe immer nur. Ach so. Ach, guck mal. Ah. Gut, dass wir hier eine Socke jetzt haben, also. Ich weiß nicht, was mir das jetzt bringen soll. Kann ich jetzt. Hey, dann solange er. Jetzt habe ich dem Ding halt eine Socke angezogen. Achso, ich kann das Ding jetzt aufmachen. Okay. Mortal Kombat. Da kriege ich mal jetzt meine Socke wieder. Okay, ich kriege natürlich nicht meine Socke wieder. Oh, hi. Das ist. Unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Kletis davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Und wie stellst du dir das jetzt vor? Du, wie hast du das hingekriegt? Oh, hi. Oh, hi, Mark. Was der Hebelwurm macht. Nehmt das. Nein, nicht. Was ist das? Ups. Das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot. Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Joke's on you, was ist, wenn ich selber spreng? Dafür müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiou, pfiou, tsch, 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 tsch. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Hi. Oh, oh. Jesus! Wieso hat das Spiel Controller Support? So nah dran. Aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon. Bam!
Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Und wir haben nichts mehr. Jetzt haben wir nicht mal mehr Proviant. Oh boy. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Ja, aber ich glaube, überwiegend bedeutet es Rüssenschnüsselni. Hast du noch nie vom berühmten Rüssenschnüsselni gehört? Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Natürlich. Rüssenschnüsselni? Puh, das könnte all... Ich sag ja, das ist sein Name, Rüssenschnüsselni. Weltbekannt. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Lobo sucht eine neue Hängematte. Die alte war ja auch nicht feuerfest. Inspektor Gizmo sucht Hinweise auf den Tunneleinsturz in Sektor 17. Hoffentlich guckt niemand hinter die Sporthalle. Jorge hat ein junges Kalb abzugeben. Zum Glück war er schon immer etwas kurzsichtig. Hä? Frau Hinkel vermacht er so viel Das meiste davon verstehe ich nicht mal. Das macht keinen Sinn. Was ist denn hier los? Back in Schrott City. So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Jesus, wirklich? Alter, das ist fucked up. Gott, gibt das hier viel? Können wir da überhaupt jetzt, ich meine, einfach mal ein Rathaus nerven? Hi. Immer der Reihe nach. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. So, in meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Was ist, wenn ich einfach sag fuck you? Goal! Das war simpel. Mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Okay. Darf ich mal ganz kurz fragen, wer dieser Zombie hier ist? Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Ich meine, so viel zum Thema Nummer ziehen, right? Das reicht jetzt aber. Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen.
Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Ich kann nur sagen, immerhin sehe ich nicht aus wie ein Goblin. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Ach du Scheiße. Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müsste sie erst einmal wach sein. Dann wecken Sie sie doch. Das geht leider nicht so einfach. Ich habe schon jedes Aufputschmittel aus meiner Apotheke ausprobiert. Nichts war stark genug. Ich bräuchte irgendetwas noch viel Heftigeres. Ergo, ich soll wirklich Kaffee besorgen? Das klingt nach einem Job für mich. Ich bin super heftig. Ich bin super heftig. Ich werde sie retten. Ha. Viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? So eine Art Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders. Warum müsst ihr... Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr. Das würde ich ja gern, aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das 1000 Mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000 Mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Eben, am Ende siehst du immer noch aus wie ein Goblin. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Weil, dieses Zwicken im Rücken. Feuerdiebstahl. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Oh shit. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Ich hab Krebs. Ich empfehle Bettruhe. Diebstahl. Unmöglich. Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Okay, Captain Doch Goblin. Kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Alter. Haben Sie ein Aufputschmittel für mich? Damit du noch nerviger wirst, vergiss es. Außerdem habe ich ohnehin schon alles, was ich dabei hatte, verwendet. Vergeblich. Ich habe zwar noch etwas im Medizinschrank meiner Praxis, aber da lasse ich niemanden ran. Das werden wir ja sehen. Was war das? Zeit für mich zu gehen. Das sage ich schon die ganze Zeit. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Wow. Mein netter Typ. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Extra starker Kaffee. Das klingt, als würde Hol das sagen, ey. Kommt aus Hohls Mund. Okay. What? What? Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Das ist nicht nett. Das ist echt nicht nett. Jesus Christ, das ist ein Dorf, die sind alle scheiße hier. Okay, was haben wir hier alles? Poststelle. Stopp, das war... Verdammt, ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat. Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt?
Weg von der Tür! Roots of Nature! Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Jesus Christ! Ist okay, ich ziehe schon deine Nummer. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Jesus Christ, Lotti. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Okay. Wie funktioniert das mit den Wartenummern? Fragst du mich das wirklich? Bist du etwa auch auf den Kopf gefallen? Naja, schon. Aber ich konnte mich lässig abrollen. Zu spät, wie es aussieht. Das da hinten ist ein Wartenummernautomat. Da bekommst du eine Wartenummer. Du ziehst eine und dann wartest du, bis sie aufgerufen wird. Die Nummer. Hui, nicht so schnell. Ich kann ja kaum mitschreiben. Oh Gott. Oh mein Gott. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Oh, ich liebe es. Oh, Gottes Willen. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Scheiße, ich glaube, wenn ich das sage, ich glaube, die bringt mich um. Bin ich jetzt endlich dran? Nein. Die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Oh Gott. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Bin ich jetzt dran? Noni? Nein, die Nummer 62 ist nach... Wenzel. Genau. Oh, das Lars, vielen Dank für den Bett. Oh, Alter. Oh, ich dreh durch, ey. Oh, Alter, okay. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Okay, was haben wir hier noch? Hebel, Automat, okay, da können wir eine Nummer ziehen und Magnete. Was hast du zu tun, Lobo? Du siehst aus wie ein Einhorn. Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen, seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe. Neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich rostschrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Denk gar nicht erst ran. Rufus. Was? Das Mädchen gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Ja, das wissen wir ja. Nette Hüte. Habe ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, Autsch. Die hat mir meine Frau genäht. Oh. Doppel-Autsch. Ich verschwinde. Okay, das... Ich verschwinde. Wer bist du? Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. What?
Yamato, also bislang mag ich das Spiel, also von daher, es wäre nicht abwegig. Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Du hier, ne? Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und... Ach so. Na dann! Willst du meinen Stuhl haben? Sollen wir dir was zu trinken holen, während du wartest? Wir könnten dir auch einen Kuchen backen. Echt? Ich mag Kaktuskuchen, aber keine Rosinen bitte. Und, Ach so, Mist. Jetzt hab ich Hunger. Im Ernst, lasst mich vor! Hör mal, Rufus, das war eben kurzwitzig. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig. Immerhin sehen die aus wie ein Einhorn. Ich verschwinde. Okay. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Dauert doch viel zu lange. Können wir das nochmal machen? Jeder nur eine Nummer! Spielverderber. Ist okay, Lotti. Chill. Ist okay. Jesus. Diese schwarzen Bretter sind so praktisch. Früher musste ich die Magnete noch mühselig im Schrott suchen. Meine Magnete. Okay, das war's hier offenbar. Lotti rastet sonst weiter aus, wenn wir noch weiter hier bleiben, glaube ich. Okay. Okay, soweit, so gut. Wir haben schon mal hier jetzt einiges geguckt. Jetzt muss ich noch einmal kurz was machen. Sekunde.